Der entscheidende Vorteil des Verfahrens ist, dass wir viel exakter in der Niere arbeiten können, um die Steine zu behandeln. Ich sitze gemütlich an der Konsole und habe meine Joysticks, mit denen ich das Instrument, welches dann eigentlich oben in der Niere ist, bewege. Die Bewegungseigenschaften sind viel feiner skaliert mit dem Instrument, als ich es mit der Hand machen kann. Also ich habe ein zehnfaches, sag ich mal, Vereinfachungsskalierung der Bewegung, sodass ich ganz langsame Bewegungen machen kann und mich so in dem engen Hohlraumsystem der Niere sehr gut bewegen kann. Der Patient profitiert davon, dass das Verfahren sehr minimalinvasiv ist. Das heißt, wir können blutungsfrei arbeiten, wir können ganz exakt die Steine zertrümmern, wir können auch gleichzeitig die Fragmente sehr sauber entfernen. Ich war schon sehr früh an der Entwicklung des Geräts in der Türkei beschäftigt. Wir konnten somit weltweit als zweites, sage ich mal, außerhalb der Türkei gelegene Zentrum damit arbeiten und waren froh, dass wir die Mittel für die Beschaffung mit Hilfe des FMIs realisieren konnten.